So, dann starten wir mal wieder. Jetzt mal dieses Relot hier hochfahren wieder. Wo haben wir den Knopf? Zack. Ja, Lüftung muss mal an. So, kommen wir jetzt mal zum Getriebe. Wie eben schon gesagt, ich habe euch das ja auch schon eingeblendet. Wir haben hier ein 36 Vorwärtsgänge und 12 Rückwärtsgänge. Drei Lastschaltstufen in jedem Gang. Kupplungsknopf am Ganghebel. Ja, und ich zeige euch das jetzt mal alles. Wir müssen jetzt hier wirklich nicht das Pedal durchtreten. Wir drücken jetzt hier hier unten den Knopf, legen den ersten Gang ein und müssen jetzt einfach nur noch auf Vorwärts machen und der Träger fährt eigenständig los. Jetzt kann ich auch Gas geben, drücke wieder die Kupplung. Und halt auch so kann ich auch runterschalten. Und das ist wirklich mit dem Knopf hier richtig angenehm. Man muss hier nicht mit dem Fuß arbeiten oder sonst was. Man kann jetzt auch an der Ampel, wenn ich jetzt den ersten drin habe, auch einfach nur den Knopf drücken, hält an, lässt den Knopf los und er fährt wieder sanft an. Also man muss jetzt wirklich nicht das Kupplungspedal treten. Das würde ich treten, wenn man jetzt am Anbaugerät ranfährt, macht auf zurück und dann hast du auch wirklich wieder das normale Kupplungsgefühl, dass du auch feinfühlig justieren kannst oder halt auch ruckartig. Ne? Das kannst du hier alles dann ganz normal wie bei jedem Träger. Ja, dann lass uns noch mal die Wendeschaltung angucken. Gehen wir mal wieder zu dem Menüpunkt hin, wo wir die Aggressivität einstellen können. Gehen da mal rauf. Es war jetzt ja wirklich auf Soft. Wir können das jetzt auch noch mal auf ganz Soft machen und ich zeige euch das. So, das ist das Minimum hier. Speichern eben immer. Das ist ganz wichtig, sonst vergisst er sich. So, und jetzt haben wir den ersten Gang drinne. Ich fahre jetzt mal an. Wechseln. Und hier dreht auch kein Reifen durch oder sonst was. Das ist wirklich soft. Jetzt denkt man ja eigentlich auch, wenn er jetzt so 15er Touren hat, geht das denn auch ruckig? Nee. Es geht wirklich langsam los. Und rückwärts genauso. Also er regelt hier wirklich gut rein. Dass man hier keinen Reifen hat, der da richtig in der Grasnarbe rumwühlt. Auch bei mehr Drehzahl ist das wirklich immer noch ganz sanft. Stellen wir das mal auch richtig hart ein. Mal wieder speichern. So, und jetzt können wir das schon so merken. Ich fährt gleich los. Rückwärts. Hier. Seht ihr das? Aber hier jetzt dreht auch noch kein Reifen durch. Aber das wird jetzt passieren, wenn man natürlich Gas gibt. Ne? Dann will er auch richtig los. Also, er kann auch richtig ernst hier. Wenn einer gerne schnell wechseln will, das funktioniert auch. Er ist natürlich jetzt hier auf dem Kupplungspedal auch noch ein bisschen aggressiver unterwegs. Man kann jetzt, wir sehen das hier, richtig schön schnell aufwenden. Und wenn ihr den auf ganz schnell habt und ihr fahrt mit Kupplung, dann könnt ihr euch auch dort darauf einfahren, dass ihr so fahrt wie halt mit einem normalen Schalter oder mit einer mechanischen Wendeschaltung. Da müsst ihr ja auch kuppeln. Dass es wirklich schön sanft auch losgeht, obwohl er auf hart steht und auch das Wenden. Das kann man dann mit dem Fuß wirklich sanft regulieren. Aber ich fahre am liebsten so, dass das schön auf sanft eingestellt ist, ein bisschen drüber. Das kann man sich auch auf jedes Anbaugerät so einstellen. Einmal speichern und fertig. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu den Lastschaltstufen. Wir haben hier jetzt eine gute Teststrecke geradeaus. Die Endgeschwindigkeit sind hier erzeigt, kann ich auch noch mal ein Video einblenden. Jetzt nicht aus dem Kopf. Ich blende euch das ein. Wir haben das mal getestet gegen Vario und wie ihr auch auf dem Video seht, der ist genauso schnell wie der Vario.
und macht da irgendwie eben über 2000 Touren jetzt bei. Also er drosselt sich jetzt hier nicht runter oder so. Meine aber, dass es das als Option gibt. Ja, jetzt kommen wir hier zu den Lastschaltstufen. Wir haben jetzt in jedem Gang 3 Stück. Habe ich euch ja eben auch schon mal gezeigt. 1, 2, 1, 2, 3 hier. Und 2 ist immer die Basis. Was heißt das? Ich fahre jetzt in 1 los. Vorwärts. Macht er ganz zusammen. Und er wird jetzt auch gleich piepen. Ich schalte jetzt hier mit dem Kupplungsknopf. Ihr hört das Geräusch gleich. Das kleine Piepen, was da war. Wenn er jetzt gewechselt hat den Gang, hat er automatisch von 1 auf 2 gewechselt, also die Lastschaltstufe. Wir haben ja vom ersten im zweiten geschaltet selber und der Träger hat automatisch von 1 in 2 gewechselt, die Lastschaltstufe. Und da hat er auch ein akustisches Signal ausgegeben, weil 2 ist immer seine Basis. Also egal was ihr macht, er wird immer in 2 wechseln. Wenn ich jetzt aber erster Gang, zweite Lastschaltstufe anfahre und ich schalte jetzt, dann piept er auch nicht, weil er ist immer in seine Basis drin. Das Ganze macht er natürlich auch, wenn wir jetzt erster Gang, dritte Lastschaltstufe anfahren, hat er gleich wieder runtergenommen, weil er sagt, erster Gang, dritte Lastschaltstufe, das hält aufs Getriebe und auch auf die Kupplung. Er schaltet immer in 2. Also er fährt jetzt immer in der zweiten Lastschaltstufe ein oder du hast die erste drin, dann fährt er natürlich auch in der ersten an. Also er schont auch das ganze Getriebe und alles, Kupplung. Also er würde jetzt auch sagen, wenn du jetzt im dritten Gang anfahren willst, das geht, aber es ist halt, er macht das ganz sanft, aber es ist halt nicht so schön. Hier kann er ja nichts steuern, ich habe euch ja eben gezeigt, dritter Gang anfahren. Habe ich jetzt aber schon die dritte Lastschaltstufe drin und dritter Gang, dann kann er ja noch was ändern und er schaltet schon auf 2 und versucht trotzdem im dritten Gang anzufahren. Er wirft sich sogar auch nicht ab dabei, also er kriegt das noch hin, aus dem dritten Gang, aus dem Stand loszufahren, schaltet aber schon in der zweiten Stufe rein. Aber man fährt ja eigentlich auch nicht im dritten los. Das Ganze ist auch so, wir fahren jetzt erster Gang, vorwärts, dritte Lastschaltstufe zum Beispiel jetzt, fahren jetzt rückwärts. Rückwärts gibt es immer nur 2, also rückwärts habe ich keine Lastschaltstufen. Rückwärts habe ich halt immer nur meine 4 Gänge und die Basis, also Lastschaltstufe 2. Fahre ich jetzt aber wieder vorwärts, wir waren ja eben vorwärts gefahren in der dritten Lastschaltstufe, hat er wieder die Basis drin. Also ich muss dann halt wieder hochschalten. Er sucht sich halt immer seine Basis. Ja, und jetzt können wir halt entspannt hochschalten. Vierter Gang. Und genauso auch runterschalten. Und beim Runterschalten ist er halt auch immer wieder im zweiten. Also wenn ihr jetzt den zweiten fahrt, dritte Lastschaltstufe auf 1 reingeht, piept er ja wieder. Und er piept jedes Mal, wenn er selber eigenständig eine Lastschaltstufe schaltet. Ja, was man zur Schaltung sagen muss, der Schalthebel ist wirklich schön angeordnet, also man kann den einfach erreichen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, an dem ganzen Getriebe, das ist ja eigentlich bei jeder Sache so, man muss sich erstmal so ein bisschen einfahren, da macht das auch wirklich richtig Spaß und ist auch gut umgesetzt. Also mit der Kupplung noch am Ganghebel, erster Gang rein, zweiter Gang, dritter, vierter. Und die 3 Lastschaltstufen, wenn man das erstmal alles so raus hat, dann kann man da wirklich super mit arbeiten. Wir haben dann hier unten jetzt ja noch die Untersetzung, einmal Kriechgang, habe ich jetzt eingelegt, mache ich jetzt den ersten Gang rein, weil immer mit links geht das nicht so schön. So, erster Gang, vorwärts, die erste Lastschaltstufe nochmal eben nehmen, dann fährt der Träger jetzt so, na, Kamera mal hin. Der fährt der Träger so 570 Meter die Stunde. Und das ist jetzt ja schon unser kleinster Gang. Kriechgang, erster Gang, erste Lastschaltstufe, vorwärts. Rückwärts halt genauso. Da haben wir natürlich jetzt wieder die 2, seine Basis. Rückwärts haben wir keine Lastschaltstufe zur Verfügung. Dann fährt er 720 Meter die Stunde. So. Haben wir jetzt aber das
48 Vorwärtsgänge, 16 Rückwärtsgänge, das Getriebe, dann schafft der Trecker das auch 300 Meter die Stunde, glaube ich, zu fahren. Also so meine ich. Ich habe euch das nochmal eingeblendet eben. So, nochmal zum Getriebe. Können wir nochmal eben raufgehen. Ich habe hier das Prospekt. Und hier steht ja 300 Meter bei maximaler Rotordrehzahl. Also das würde auch heißen, dass er auch 0,1 anzeigen wird. Also er wird ja auch langsamer noch fahren als 300 Meter. Und hier nochmal die ganzen Getriebevarianten, was man alles machen kann. Und hier steht sogar auch, dass er die Drehzahl drosseln kann. Das ist dann beim X4F so. Da gibt es diesen Eco-Modus, dass man mit 1800 Touren fahren kann. Also gibt es den beim V nicht. Aber da könnt ihr euch auch selber mal so ein bisschen durchsuchen. Ich habe euch dieses Prospekt immer untere Videobeschreibung gepackt. Also da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Genau, ich wollte jetzt nur nochmal eben hierzu was sagen. Ja, und dann haben wir halt hier nochmal so ein Mittelding, das wir hier einschalten können. Also unten links ist Schnecke. Hier oben ist Hase. Und hier an der Seite haben wir nochmal Mittel. Das sind die drei Stufen. Und bei Mittel haben wir jetzt erster Gang Mittel, fahren wir 1,5. Zweiter Gang fahren wir so Standgas so 2,3. Ja, und was ich gemerkt habe, wir haben hier wirklich schon Häcksler hinter gehabt, Meter hinter gehabt. Mit dem 36 Vorwärtsgänge, 12 Rückwärtsgänge findet man eigentlich schon immer seine passenden Gänge. Also wir haben wieder eine Spritze, also wir haben jetzt keine Spritze hinter gehabt, aber wir würden dann 7 fahren. Und den Gang habe ich auch gefunden. Und mit der anderen fahren wir dann 8,1. Und den Gang habe ich auch gefunden. Also dass es auch mit den Touren passt. Dadurch, dass man hier Schnecke, Hase und Mittel hat, findet man eigentlich seine passenden Gänge. Aber man kann halt auch als Option auch noch das 48er nehmen. Da hat man halt noch mehr Auswahl und dann findet man auch seine passenden Gänge. So, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Fahraufnahmen, auch zur Schaltung so, damit ihr das dann noch mal seht, wie das alles so abläuft. Dann habe ich auch alle Hände frei und ja. Richtig spritzig und agil. Das ist jetzt wirklich auch, wenn ich jetzt mal reingehe, 2,9 Liter Deutzmotor, da kommt dann auch schon was. Also wenn man hier auch die Vorwärts-Rückwärts, also das heißt ja auch, wie schnell er anfahren soll oder beschleunigen soll, wenn man das wirklich richtig hoch einstellt, das können wir jetzt ja auch gleich nochmal demonstrieren. Und hier sitzt einer drauf, der auch wirklich schalten kann. Da kommt man wirklich, wenn jetzt ein Vario durchbeschleunigt, Vollgas, dann kommt man da so hinterher. Also dann, wenn hier einer drauf sitzt, der da auch mit rum kann und die Gänge da auch reinhauen kann, dann ist man wirklich nicht langsamer unterwegs. Obwohl man schalten muss halt. Ne? Wir können das jetzt ja mal machen. Schalten das mal eben hier wieder um, das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Gehen wir da mal eben hin. Und machen das mal richtig auf Power. So. Erster Gang.
rein, vorwärts, und man merkt das sofort. Die Umsetzung der Gänge ist auch wesentlich schneller. Und jetzt müssen wir uns mal eben eine richtig gute Piste suchen, wo wir auch mal wirklich Stoff geben können. Und dann zeige ich euch das gleich nochmal. Das Ganze ist jetzt auch richtig auf Aggressivität auch eingestellt, kann man sagen. Wenn ich jetzt runterschalte, dann gehen die Gänge auch richtig rein. Ne? Und ja, normal fährt man ja wirklich auf sanft. Aber um das mal eben zu zeigen, fahren wir mal hier auch bei Richtungswechsel. Der geht wirklich hart dann so. Aber ich will euch das mal eben zeigen, die Beschleunigung. Ich nehme mal eben eine neue Gasse hier. Und dann wollen wir mal Schub geben. Das ist aber echt schnell, ey. So. Erster Gang ist drinnen. So, Endgeschwindigkeit ist da. Also das geht wirklich zügig. Wir können das normal machen. Auch das Runterschalten ist halt jetzt wirklich aggressiver. Wenn der Gang reinkommt, die Kupplung loslässt hier am Ganghebel, dann ist der Gang auch wirklich drinnen. Ne? Wenn man jetzt wirklich normal fahren will, dann stellt man das wirklich lieber auf sanft ein. Und, aber einmal können wir ja noch, ne? Also einen geben wir uns noch. Vorwärts. Das ist keine lahme Ente, keine Lastschaltstufe nach oben. So, Vollgas. Was wir jetzt nochmal eben ausprobieren können, ist, wenn wir von 2 gleich auf 3 gehen, vielleicht sitzt er ja noch ein bisschen mehr Power. Das machen wir nochmal eben. Immer in dieselbe Gasse, die war gut. Haben wir jetzt hier auch die harte Lenkung. Dann stellen wir das gleich wieder zurück. Nein, oh, ihr geht fast vorne hoch, wenn ich so aggressiv fahre. So. Dann machen wir jetzt mal eins los und dann gleich den dritten rein. Vielleicht kommt noch mehr. Ah, da ist ein bisschen untertourig, aber komm, es geht schneller. So, Endgeschwindigkeit erreicht. Ich glaube, das war schneller. So, wir stellen das jetzt mal wieder auf Soft ein hier und dann machen wir das Ganze nochmal von 1 in 3. So, erster Gang rein. Nee, warte, erster Gang rein. Und dann sind wir jetzt auf Soft, nicht auf ganz Soft, sondern so wie man das eigentlich normal hat. Vorwärts. Und da seht ihr schon, das geht alles ein bisschen langsamer. Aber auch noch fix, also fürs Normale reicht es, ne? Wenn ihr jetzt eine Ampel mal einfach verblasen wollt, dann müsst ihr eben schnell da auch wenig Schub stellen, dann geht das auch ein bisschen besser. Aber was man jetzt halt auch beim Runterschalten, lass jetzt die Kupplung los und es geht nicht so abrupt da rein, ne? Aber man gewöhnt sich da an. Und was man wirklich sagen muss, auch der Motor, der Deutschmotor, der ist wirklich nicht träge, dass er auch wirklich spritzig ist. Man kennt das ja sonst oft, dass das dann so zäh ist, auch gerade wenn du dann noch nicht ganz so die Temperatur erreicht hast und du willst dann mal los, dann geht das alles so, ne? Und das kann man hier, muss man hier wirklich sagen, wir sind jetzt auch vorwärts, du brauchst den ersten rein, lässt die Kupplung los und es geht sanft los. Und wenn du mal richtig abkippst, Gas reinhaust, dann will er auch. Und, ja. Also ich würde sagen, das zur Kabine, zum Innenraum, zum Fahren. Und wir sehen uns jetzt wirklich draußen wieder. Also, bis gleich.